Was ist ein Wärmeverbund? Wie der Name sagt, verbindet er mehrere Liegenschaften mit nur einer Energiezentrale. Solche Projekte bietet auch der Energieservice Biel an. Guten Abend, ihr schaut Immobil. Ich begrüsse Martin Kamber, er ist Leiter Marketing und Vertrieb vom Energieservice Biel. Guten Abend, Herr Kamber. Guten Abend, Herr Weibel. Herr Kamber, ganz konkret, was versteht man hinter einem Wärmeverbund? Wie wird er, wie funktioniert er? Es ist so, dass bei einem Wärmeverbund eigentlich die einzelnen Heizungen, die in den Häusern normalerweise sind und die Häuser heizen, nicht mehr nötig sind, sondern dass an einem zentralen Standort eine grosse Heizzentrale gebaut wird, von dort aus dann ein Wärmenetz zu den Kunden, zu den einzelnen Gebäuden, und dass dann in diesem Wärmenetz warmes Wasser zirkuliert und dann die Gebäude dort heizen und auch mit Wärmeversorger fürs Warmwasser. Also so werden die Heizungen in den einzelnen Häusern nicht mehr nötig. Ist natürlich immer mit baulichen Massnahmen verbunden. Was heisst das konkret? Was für Bedingungen braucht es? Was sind die Voraussetzungen für einen Wärmeverbund? Bei einem Wärmeverbund gibt es eigentlich so drei Sachen, die müssen gegeben sein. Das eine ist, man braucht genug Wärmedichte. Also man muss in einem Gebiet genug Wärme verkaufen können, damit es sich überhaupt lohnt, die Investitionen in die Leitungen, in die Strassen zu tätigen. Dann braucht es einen zentralen Standort. Also man muss neu mit eine grössere Heizung bauen können. Das braucht ein Gebäude, wo genug Platz drin ist, zur Verfügung gestellt wird. Und nachher dann ist auch so, dass das Kundeninteresse muss da sein. Häufig brauchen wir auch etwa ein, zwei, drei Schlüsselkunden, also grosse Kunden mit einem grossen Bedarf, die sagen, sie hängen direkt ihre Gebäude an, im Moment, wo wir mit dem Wärmeverbund bauen. Weil nur dann ist das überhaupt möglich, das, so ein Projekt zu kreieren. Wo liegen die Hindernisse? Gibt es überhaupt grössere Hindernisse, die so etwas könnten verhindern? Ja, das ist wirklich wie bei den Bedingungen, oder? Es ist so, dass die Wirtschaftlichkeit ein Thema ist. Also man muss schauen, dass man eben genug Kunden hat, dass man genug Wärme verkaufen kann, weil die Investitionen sind sehr gross. Dann ist es auch so, dass die Bautätigkeit in der Stadt schwierig ist. Also wir sind in einer Stadt, wo viel Verkehr ist, wo, wenn man die Strassen aufreisst, wo eben dazu führen, dass es Verkehrsbehinderungen gibt. Und man muss das natürlich auch koordinieren mit anderen Arbeiten in der Strasse, damit die gleiche Strasse nicht x-mal aufgerissen werden muss. Also das ist sicher wichtig oder ein Hindernis. Und dann braucht man auch den zentralen Standort, wo es natürlich nicht einfach ist, in einer Stadt, wo sonst schon der Raum begrenzt ist, dann auch Platz zu finden. Es gibt sicher Projekte, die geplant sind oder respektive in der Realisation sind. Was sind das in Biel jetzt aktuell? Unser erstes Projekt, das wir gemacht haben, ist der Wärmeverbund Champagne. Der ist 2018 in Betrieb gegangen. Wir sind jetzt dran, den Sommer den Wärmeverbund Richtung Osten zu erweitern, also dort schon jetzt zu vergrössern. Dann ist im Moment der Bau vom Energieverbund Bielersee, wo vornehmlich in Nidau jetzt stattfindet, wo grosse Bauarbeiten sind, wo man, denke ich, auch sieht. Dann haben wir weitere Projekte, die jetzt diesen Sommer kommen. Das eine ist Seevorstadt, der Wärmeverbund, den wir übernehmen können, den wir jetzt werden ausbauen. Dann als nächstes kommt der Bötzingen Ost, ein Wärmeverbund mit Holzschnitzel und auch Hermann Lienhard Süd. Man sieht, die Projekte kann man sich auch orientieren bei uns auf der Webseite. Dort haben wir einen Plan mit allen Projekten und in welchem Stadium das die Projekte sind. Angenommen, ich wohne jetzt in der Nähe von diesen Projekten, die jetzt gerade am Laufen sind. Komme ich jetzt als Eigentümer oder als Hausbesitzer von euch eine Information über? Ihr hört, wir machen einen Wärmeverbund. Wollt ihr euch auch beteiligen? Und wenn ich dann sage, ja, was heisst das jetzt für mich? Was muss ich alles wissen? Was passiert? Es gibt einen Anschluss ans Haus, das ist logisch, oder? Wie läuft das? Wer zahlt? Also es ist so, dass wenn wir in einem Gebiet einen Wärmeverbund entwickeln, dass wir dann alle Liegenschaftsbesitzer in diesem Gebiet anschreiben. Wir machen auch Informationsveranstaltungen, um eben dann die Fragen zu klären, was kostet es, wie funktioniert das, wie läuft das zeitlich ab. Das machen wir, also die Leute können sich darauf verlassen, dass wir sie kontaktieren. Und dann ist es so, dass konkreter Umbau stattfindet, indem man die bestehende Heizung rausnimmt, allenfalls auch einen Öltank rauskommt, das gibt wieder einen Platzgewinn. Und nachher kommt dort eine Wärmeübergabestation rein. Das ist im Prinzip ein Gerät, das dann die Wärme vom Wärmenetz übergeben wird als Heizungsnetz vom Haus. Im Haus innen ist eigentlich nichts zu ändern. Also die bestehenden Radiatoren, die bestehende Bodenheizung, das kann alles weiterverwendet werden. Man muss dort einfach quasi den Anschluss machen an das neue Gerät.
Wir reden ja immer von Warmwasser, das reinkommt. Also das ist ja ziemlich warm, das kommt mit Druck, Dampf. Wir brauchen auch Warmwasser, nicht nur fürs Heizen, sondern eben auch für den Verbrauch. Ist das auch gerade automatisch mit eingeschlossen oder brauche ich da separat noch einen Boiler? Also es ist so, dass man immer noch den Boiler braucht, um das Warmwasser zu machen. Aber der Boiler wird dann auch aufgeheizt eigentlich aus dem Wärmeverbund. Unsere Temperaturen, die wir fahren, sind ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Im Sommer, wenn nicht viel Wärme gebraucht wird, dann fahren wir zurück auf etwa 65 Grad mit dem Wärmenetz, dass man immer noch zuverlässig Warmwasser machen kann. Und im Winter, um dann mehr Energie durchs Leitungsnetz durchzubringen, können die Temperaturen dann steigen bis 70 oder sogar 80 Grad. Wenn ich Graben höre oder auch sehe, also wer schon so einen Bau gesehen hat von einem Wärmenetz, das ist eine rechte Graberei, auch zum Haus, dann denke ich, oh, das kostet wahrscheinlich ein halbes Vermögen. Wie sieht das preislich aus? Beim Preis ist es so, dass man unterscheidet zwischen einem Anschlusskostenbeitrag. Der ist einmalig, der wird dann fällig, wenn man das Gebäude eben anschließt, an Verbund. Dort ist es so, dass eigentlich das preislich im Bereich liegt, ein bisschen günstiger, wenn man die Heizung ersetzen würde. Das ist extra so gewählt. Mit dem zahlt man einfach einen Teil an die Erschließungskosten vom Haus. Dann gibt es den Grundpreis, der ist jedes Jahr fällig. Der ist abhängig von der Leistung, die man bezieht. Also eigentlich auch von der Grösse, wo man die Leitung hat zum Haus. Und das Dritte ist dann der Arbeitspreis, der dann pro Kilowattstunde, also pro bezogene Wärmemenge, verrechnet wird. Das Gesamte, das hat eigentlich im Gesamtbetrachtung, ist eigentlich nicht teurer als eine normale Heizung und sicher günstiger als eine andere erneuerbare Heizung. Wenn man sich bindet, also ich mache mit euch einen Vertrag, nehme ich an, wenn ich nachher im Wärmeverbund wäre von euch. Was für Abhängigkeiten habe ich dann nachher? Bin ich dann auf ewig und immer an die Heizung gebunden? Es ist so, dass wir tatsächlich langfristige Verträge machen mit den Kunden. Das gibt eine Abhängigkeit, die ist aber gegenseitig. Also der Kunde kann sich dann auch auf uns verlassen, dass wir über die Vertragsdauer auch im Wärme liefern, zuverlässig. Weil er macht ja dann auch eine Umsteuerung von seinem System, dort vielleicht ein Chemie aussenbetrieb nehmen, einen Öltank rausnehmen. Und darum ist auch das im Kunden sein Interesse, dass man diese Verträge langfristig macht und nicht, dass wir nach ein paar Jahren können sagen, wir können jetzt den Wärmeverbund wieder abstellen und der Kunde muss selber schauen. Also die Abhängigkeit besteht, aber auch auf beiden Seiten. Im Moment sind wir preislich, was Energie anbetrifft, relativ sensibilisiert. Besonders wer Öl- und Gasheizung hat, das sind nicht wenig, das sind fast zwei Drittel noch von allen Liegenschaften, die so beheizt werden. Die leiden im Moment unter Preissteigerungen, unter grossen Preissteigerungen. Strom auch jetzt. Wie ist es da? Wenn die sich Preise hier auch irgendwie je nach Wirtschaftslage und so verändern? Oder habe ich eine gewisse Weitsicht oder eine mittlere Sicht? Das ist etwa immer in diesem Preisrahmen drin, weil es ist ja nicht abhängig in der Regel. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man mit der Energie, also zentral geheizt wird. Oder? Ist es mit Holz oder mit etwas? Aber vielleicht eben der Preis. Wie kann sich der verändern? Es ist so, dass wir ja, wie gesagt, langfristige Verträge machen. Und darum können wir natürlich nicht über so eine lange Vertragslaufzeit einen Preis fixieren oder festschreiben. Darum haben wir ein Preisänderungssystem, also das ist sogenannte Indexierung. Und die Preisbestandteile sind indexiert. Zum Beispiel der Grundpreis hat einen Teil vom Landesindex der Konsumentenpreise. Ein Teil ist fix. Gleich ist es beim Arbeitspreis. Auch dort sind die verschiedenen Systeme in gewisser Masse gebunden an die Primärenergien, die wir einsetzen. Was aber ist, wie ich gesagt habe, wir brauchen natürlich viel weniger Primärenergie, weil wir häufig auch Umweltwärme nutzen, sei es das Grundwasser oder das Seewasser, das ja eigentlich gratis ist. Und darum sind unsere Preise viel stabiler, als dass zum Beispiel die fossilen Preise sind, wie jetzt Gas oder Öl. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil, kann man sagen. Gibt es noch andere Vorteile? Der Liegenschaftsbesitzer ist eben so ein der Individualist, der sagt, er will meine Heizung, er will selber wissen, wie es geht und so. Wie könnt ihr das überzeugen, noch mit anderen Vorteilen? Ja, das mit der Freude an der Anlage, das gibt es tatsächlich solche Kunden. Für die ist es aber auch schön, sie sind an einer Anlage, die technisch noch viel herausragender ist. Also wir machen dort auch immer wieder Führungen, wo die Leute schauen können, wo ihre Wärme erzeugt wird. Und seien wir ehrlich, es ist doch viel schöner, wenn man so eine grosse Anlage kann, sagen kann, das ist doch um meine Wärme her, als von der eigenen kleinen.
Grosse Vorteile für einen Kunden sind aber, dass er ein sorgloses Paket hat, also dass er sich um nichts mehr kümmern muss. Er braucht keinen Chemiefäger mehr, keine Tankrevision, kein Servicepaket, nichts mehr. Er hat auch eine sehr grosse Versorgungssicherheit. Also unsere Anlagen sind so ausgelegt, dass auch wenn jetzt noch ein Defekt ist, etwas nicht geht, dass wir den Kunden immer noch versorgen können. Also da hat er einen starken Gewinn, dass er eben zuverlässig versorgt wird und er hat auch keine Risiken, dass jetzt zum Beispiel seine Heizung plötzlich kaputt geht und er muss investieren. Das kann bei uns nicht passieren. Jetzt nehmen Sie natürlich irgendwann Wunder, wenn ich die Sendung schaue, wo kann ich mich eigentlich informieren? Wenn ich jetzt wissen möchte, Wärmeverbund, kann ich mich informieren im Internet, da gibt es genug, aber Wärmeverbund vom ESB, wie komme ich da zu den Informationen bei euch? Bei uns ist es so, dass wir auf der Webseite sehr ausführliche Informationen haben. Man kann dort auch die Adresse der Liegenschaft eingeben und dann wird einem gerade gesagt, ob es dort schon einen Wärmeverbund gibt, ob einer geplant ist, in welcher Frist und man kann dann auch sein Interesse anmelden. Es ist auch so, dass die Städte Biel und Nidau ein Energieportal haben, wo man auch die Adresse eingeben kann und wenn dann ein Gebäude nicht an einem Wärmeverbund ist oder in einem Gebiet von einem Wärmeverbund, tut es einem auch Alternativen aufzeigen, wie man das Gebäude dann erneuerbar heizen könnte. Und eine wichtige Quelle für Informationen ist natürlich die Energieberatung Seeland, die einem sehr gerne hilft, auch die richtige Heizung für das Gebäude zu finden. Ein Energielieferant muss im Moment sehr agil sein. Das war vor ein paar Jahren noch nicht unser Kerngeschäft. Heute wird es auch immer wichtiger. Ist das auch ein Geschäft, das etwas einbringt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es sind hohe Investitionen, die hier zu tätigen sind. Es ist auch ein grosses Risiko, nicht primär technisch. Die Techniken sind eigentlich mehr oder weniger bekannt. Aber es ist natürlich ein wirtschaftliches Risiko. Es ist ein sehr langfristiges Geschäft und es hängt eigentlich vor allem am Kundeninteresse. Also wenn die Kunden in diesen Gebieten anschliessen, sich für das interessieren und Wärme beziehen, dann kann das kostendeckend betrieben werden. Aber ohne Kunden ist natürlich das nicht möglich. Also ist es ein bisschen wie eine Investition in die Zukunft? Auf jeden Fall. Das ist eine Investition in die Energiezukunft, in eine erneuerbare Versorgung. Und die Projekte wird man erst nach 15, 20, 30 Jahren können beurteilen, ob das wirklich Generationenprojekte sind, die helfen, die Zukunft zu bewältigen, oder ob wir jetzt hier Sachen gemacht haben, die am Schluss nicht rendieren. Es ist ein Punkt, wo man sagen kann, es ist eine gute Sache, es ist etwas, das realistisch ist. Und für die Zukunft sicher nicht schlecht. Herr Kamber, besten Dank für das Gespräch. Ich danke euch vielmals. Weiter geht's mit den Indizes. Hier sind die variablen Basiszinssätze vom 23. Mai. BKB 2,5%, Migrobank 2,5%, Bank Claire 2,625%, Raiffeisen 2,875%, Credit Suisse 2,85% und Valiant 2,95%. Zu den aktuellen Heizölpreisen pro 100 Liter. Bis zu 5'000 Liter sind das 138,90 Franken. Bis zu 10'000 Liter 137,70 Franken und bis zu 20'000 Liter 136,40 Franken. Das sind die Wasser- und Abwasserkosten. Die Stadt Biel im Städtevergleich. Und zum Schluss noch zu den Strompreisen für Haushalte. Die setzen sich zusammen aus dem durchschnittlichen Verbrauch von einem 4-Personen-Haushalt. Und auch hier die Stadt Biel im Städtevergleich. Im nächsten Beitrag zeigen wir euch wiederum eine schöne Auswahl mit Mietwohnungen, mit Stockwerkeigentum oder Einfamilienhäuser in der Region Biel oder auch in der Stadt. Viel Spass beim Zuschauen und bis bald.
Zu mieten ist in Orpung am Höhenweg 2 eine 3-Halbzimmerwohnung mit offener Küche, eigenem Wäschturm im Redwein, Latte- und Parkettböden, 2 Badzimmer und einem Balkon. In Gerolfingen an Bruchackerstrasse 12, an kinderfreundlicher Lage in der Nähe vom Bielersee zu mieten, ist eine 4,5-Zimmer-Wohnung in einer gepflegten Liegenschaft mit grossen Räumen, einer sanierten Küche und Badzimmer, Parkettböden und einem grossen Balkon an 13,5 Quadratmeter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute präsentieren wir euch das Bauprojekt Residence Esplanade, für welches Dengelmann AG für die Vermietung zuständig ist. Kommt doch mit, wir machen einen kleinen Rundgang. Die Überbauung befindet sich im Bieler Stadtzentrum, unweit von zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und vom öffentlichen Verkehr. Der Bieler Bahnhof ist in nur 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Die Liegenschaft befindet sich vor einem der grössten Stadtplätze der Schweiz. Die rund 300 Meter lange Parkfläche auf dem ehemaligen Gaswerkareal und die grosszügige Arkade erzeugen ein mediterran-städtisches Ambiente. Im Erdgeschoss werden die Räumlichkeiten gewerblich genutzt. Das Bauwerk ist über eine zweistöckige Eisenhalle mit 240 Parkplätzen errichtet worden. Seit Anfang Mai sind 9 Wohnungen möbliert worden und werden jetzt auch ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Insgesamt bietet der Komplex 74 Eigentumswohnungen und 86 Mietwohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern. Die grosszügigen Grundrisse vom 1. bis 6. Obergeschoss eröffnen den Bewohnerinnen und Bewohnern spannungsreiche Ausblicke auf die abwechslungsreichen Aussenräume. Alle Wohnungen bieten einen weitläufigen Wohn- und Essbereich mit offener Küche. Das grosszügige Entree mit Garderobe bietet einen Übergang zu den Zimmern. Die hellen Wohnungen profitieren von viel Tageslicht und schaffen optimale Voraussetzungen für eine individuelle Möblierung. Bei Interesse an einer Mietwohnung stehen wir jederzeit zu eurer Verfügung. Ihr könnt unsere Projektwebseite besichtigen unter www.residence-esplanade.ch oder auf unserer Webseite www.engelmannimo.ch. Acheter à Villeray une maison d'habitation avec surface commerciale. Partie d'habitation de 4 à 5 pièces, spacieux séjour avec cheminée, cuisine rénovée. Boucherie avec magasin, locaux annexes, galta et terrasse sur le toit.